Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir wissen, oder uns ist bekannt, dass Sie eine Malkurs, Sie haben oder haben Sie als hergestellt oder Sie sind, haben begründet, ja, begründet? Gegründet? Malschule, ja. Und ich wollte fragen, vielleicht wie lange ist das schon, haben Sie die Malschule und in welche Technik da schulen Sie? Ja, die Schule. Also ich habe seit 10 Jahren eine Malschule und habe die Technik, also Lehre in Bob Ross, Jenkins und Joyce Ordner, die Zertifikate, und seitdem gebe ich da also Malkurse. Да, у меня есть школа, которая уже существует 10 лет. Я 10 лет преподаю в технике Боб Росса, Джейкинса и еще одного мастера. И эти, я сама специалист в этой сфере, и я получила также сертификаты, потому имею право преподавать и уже работаю 10 лет. Ich noch eine Frage wollte stellen. Wo befindet sich diese Schule? In Bayern, Deutschland, Bayern. Bavaria, Germania, Земля, Bavaria. So, und unser Kurs von Max Koblinski, haben Sie, woher haben Sie das gehört, dass hier stattfindet? Woher haben Sie diese Information bekommen? Durch eine Malfreundin, die ich kenne von früheren, wo ich Zertifikate gemacht habe, in Berlin und Holland. Und die hat ein Mail geschickt und dann habe ich die Bilder gesehen und war dann also hin und weg und habe gedacht, also das muss ich auch lernen. О курсе Макса Скоблинского я узнала через друзей, которые также увлечены рисованием. И, естественно, когда я увидела работы Макса Скоблинского, я поняла, что мне необходимо посетить этот курс. А теперь я с полной уверенностью могу сказать, что я это правильно сделала, потому что я просто счастлива. Меня и воодушевлено. Ja, hier die ganze Zeit war gesprochen, eigentlich in diesem Kurs in 2 Sprachen. Etwas Russisch, etwas Ukrainisch, sogar in 3 Sprachen, Russisch, Ukrainisch, Ponzu und Deutsch gedolmetscht. Was können Sie sagen oder was vielleicht können Sie kommentieren, ob ob das schwer war zu verstehen, beispielsweise, wenn diese Kurs war gedolmetscht oder einfach war Dolmetscher dabei? Das war überhaupt kein Problem, weil sie hat es sehr gut gemacht. Ja. Man hat alles verstanden und Max hat auch gut, also Max Skloppinski hat auch alles gut erklärt und gezeigt, und wenn man was falsch gemacht hat hier mit der Spachtel, dann hat er ihn auch an der Hand genommen und hat einen geführt und hat gut gezeigt. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Я задала вопрос такого плана, что здесь на курсе, собственно, мы разговаривали на 3 языках. Иногда на украинском, иногда на русском, все время на русском и постоянно пытались переводить все это на немецкий. Как вам, было ли вам сложно понимать? Ответ был таков. Нам было совершенно несложно понимать, было великолепно. Если даже какие-то моменты появлялись, то Макс брал нашу руку и нашей рукой управлял и показывал нам те верные движения, которые нам теперь, возможно, даже больше еще помогут дома при работе. А с помощью переводчика мы вообще все понимали. Было прекрасно. Великолепная атмосфера царила на курсе. Danke schön. Danke.